Kaum zu glauben, aber es sind 50 Jahre, dass die Scala, das Scala-Orchester nicht im Konzerthaus war. Wirklich fast auf den Monat genau, nämlich am 9.5. Damals war es Abbado und Pollini und jetzt haben wir Mao, Fujita und Shai. Ich finde, das ist einer der besonderen jungen Pianisten, die wir jetzt haben. Mao Fujita, der ist aufgefallen beim Tschaikowski-Wettbewerb. Das ist wahrscheinlich auch das letzte Mal für eine Weile, dass man beim Tschaikowski-Wettbewerb international auffällt. Aber er hat es geschafft und jetzt ist er bei uns. Das ist schon ein besonderer Abend, oder? Ja. Die großen internationalen Orchester haben natürlich auch langfristige und sozusagen sehr viel von Persönlichkeiten getragene Partnerschaften. Und es ist nicht das erste Mal seit 50 Jahren, dass das Scala-Orchester in dieser Stadt ist. Sie waren immer wieder in dieser Stadt zu Gast, aber eben zufälligerweise nicht bei uns. Das letzte Mal, wie du sagst, mit Claudio Abbado, was schon irgendwie sehr lustig ist und was irgendwie auch sentimentale Gefühle für einige von uns evoziert. Aber ich freue mich, dass Riccardo Chailly Anfang Mai zu uns kommt. Er wird ja auch die Saison, die 111. Saison am 4.9. mit dem Scala Orchester eröffnen. Das heißt, es sieht so aus, als ob wir eine neue Partnerschaft mit einem der großen Player in der internationalen Orchesterwelt haben. Und nach Fujita gibt es zwei ganz besondere andere Pianisten. Die waren ja, also wie jedes Jahr, früher war es im Herbst, jetzt ist es halt im Frühjahr, kommt der Großmeister der Klavierkunst, Grigori Sokolov, zu uns. In diesem Jahr wird er mit einem Programm in der ersten Hälfte, das sich ausschließlich auf Stücke von Rameau konzentrieren und in der zweiten Hälfte wird das Werk, die B-Dur-Sonate von Wolfgang Amadeus Mozart und ein Adagio von Mozart spielen und dann wahrscheinlich so 6 bis 7 bis 8 Zugaben. Ich glaube immer 6, oder? Das ist doch die Höchstzahl. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es waren auch schon mehr. Aber das weiß er besser als ich. Was auf alle Fälle bemerkenswert ist, es ist kein Konzert von Grigori Sokolov zu versäumen. Das sind die Daten, wo wirklich jeder da sein muss. Das ist eins der aufregendsten Künstler, die es gibt. Er ist wirklich für mich, obwohl ich ihn so viele Jahrzehnte kenne und begleite, noch immer eine Art wunderbarer Mensch. Warum wunderbar? Weil er dieses riesige, schwere Instrument zum Fliegen bringt und irgendwie mit einer Leichtigkeit sich mit dem Instrument austauscht, die einfach unglaublich unvergleichbar ist. Wenngleich Arkadi Volodos, der knapp danach kommt, 14.6. dann, eben auch so spannend ist. Aber doch auch sehr anders. Ich finde, bei Volodos ist es ganz, 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 ganz crazy, wie er diesen Anschlag hat. Ich habe mal den Techniker gefragt, ob das irgendwie Watte da ist oder was sie da machen. Aber nein, das ist der Steinway, den wir auch sonst immer haben. Und wenn man das mal angehört hat, das ist surreal, muss man sagen. Und auch vielleicht ein bisschen so in diese fast andachtmäßige Spannung und Zuhören, was da im Raum dann entsteht. Also auch nicht so. Also zwei der größten Pianisten der Gegenwart bei uns im Mai zu erleben. Und dann zwei ganz tolle Geigerinnen, die auch vorbeikommen. Zuerst Anne-Sophie Mutter. Anne-Sophie Mutter und danach eben Lisa Batyashvili, die am 28. und 29. von den Wiener Philharmonikern mit dem Philipp Jordan begleitet wird. Sie wird das Sibelius-Violinkonzert spielen. Philipp wird das Musikfest an diesen beiden Abenden eröffnen, das in diesem Jahr bei uns im Wiener Konzerthaus stattfindet. Ja. Mit der zweiten Schumann und einem sehr interessanten Stück von Ligeti, das jeder kennt, Atmosphäre. Und die Batyashvili, die kommt auch am 18.06. wieder, wo sie im Mozartsaal mit ihren StipendiatInnen spielen wird. Das sind, glaube ich, meistens georgische junge KünstlerInnen und das ist und the next generation. Das ist MusikerInnen wie die Julia Hagen. Ist die Julia Hagen. Genau. Die Lisa Batyashvili kommt aus Georgien und sie nimmt die kreative Szene, die junge kreative Szene sozusagen gerne zu ihren internationalen Auftritten mit. In dem Fall werden wir zwei Werke hören von Komponisten ganz junger Generation aus Georgien. Einer davon ist 2009 geboren. Ja? Jetzt kann man sagen, was will man denn mit so jungen Jahren? Aber es gibt dann sozusagen gleich die Resonanz, die so ein junger Musiker in den Markt hinein evozieren in der Lage ist, wenn er wirklich außergewöhnlich ist. In dem Fall, der Name ist
Zgnice, wir werden ihn noch nicht kennen, wir werden ihn kennenlernen. Da gibt es Menschen wie Daniel Barenboim, die sagen, es ist eines der größten musikalischen Genies, die ihm in seinem ja doch auch schon ein paar Jahrzehnte dauernden Leben begegnet sind. Also auf alle Fälle anhörenswert und spannend, großer musikalischer Gewinn. Wann ist das Konzert? Das ist am 18.06. Am 18. Juni in Wien im Mozartsaal des Wiener Konzerthauses zu sein, ja. Und Anna-Sophie Mutter eben am 1.6. dann mit Klaviertrios und Sonaten, mit Klavierbegleitung. Muss man ja auch mal wieder gehört haben, glaube ich. Mhm. Dann spannende Weltmusik. Tomás Tito, das ist ein Flamenco-Gitarrist. Das kann eigentlich nur ein schöner Abend werden am 7.5. Mhm. Und spannend finde ich auch Peter Kruder und Roberto Di Gioia. Der eine ein Elektromusiker, der in den 90ern schon sehr famous geworden ist und ein Jazz-Pianist, die irgendwie zueinander gefunden haben und ein Projekt laufen haben. Auch ganz cool am 26.05. Und dann ist noch dieses The Tower of Babel Projekt mit dem Klangforum. Das ist ja ganz am Ende der Spielzeit. 18. und 19. Juni wird das Klangforum hier in zwei Konzerten Komponistinnen präsentieren, die aus Ländern der postsowjetischen Einflusssphäre kommen. Also es werden hier Musiker, also Kompositionen von Menschen präsentiert, die aus der Ukraine kommen, aus Russland kommen, aber auch aus Albanien kommen, aus Georgien kommen, aus Estland, Lettland, Kasachstan. Was wollen wir damit und warum machen wir das heute? Es gibt eine, wie in jedem Land, große Szene von Menschen, die radikal anders denken als das politische Establishment. Dieses Projekt wird Menschen Raum geben, Menschen zur Sprache kommen lassen, eben künstlerisch zur Sprache kommen lassen, die sich gegen Unterdrückung, gegen die Vereinnahmung der Kunst durch nationalistische Agenda auflehnen. Ich halte das für eines der wichtigsten Impulse, die das Haus im Frühjahr 2023 zu machen in der Lage ist und bin dem Klangforum dankbar, dass sie dieses Projekt hier gemeinsam mit uns kraftvoll und beherzt durchführen. Wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch etwas bildende Kunst zeigen. Es gibt ein paar KünstlerInnen, die in der Diaspora dieser konkreten Situation des Angriffskriegs Russland gegen die Ukraine nach Österreich gekommen sind und hier für zumindest ein paar Monate leben. Und wir wollen auch denen Raum geben, sich zu präsentieren, um uns selbst irgendwie immer wieder auch zu verorten mit den Menschen über das politische Geschehen hinaus, also über das, was wir an sozusagen Entsetzen und Schrecken über das Geschehen irgendwie natürlich solidarisch miterleben, so gut wir es solidarisch miterleben können in unserer guten Position. Ja. Aber da passiert so wahnsinnig viel Unrecht und man wird den Ländern nicht gerecht, wenn man sie pauschal verurteilt. Es geht da um die Menschen, es geht um eine kritische Intelligenz, wir geben denen Raum. Ich wäre wirklich dankbar, wenn möglichst viele Menschen diesen kritischen Impulsen, die aus diesen Ländern kommen, mit Würde und Achtung begegnen, indem sie einfach kommen. 18. im großen Saal und am 19. dann im Mozartsaal. Mhm. Genau. Jetzt noch ein Projekt, was wir erwähnen wollten, wo man jetzt sich schwer tut, das nicht ganz zu verbinden an dem, was wir jetzt gesagt haben. Theodor Kurenzis kommt ein letztes Mal vorbei nach Wien, nämlich drei Tage wieder mit seinem Utopia-Orchester, 9. bis 11. Juni. Das in der Tat ausschließlich aus westlichen Mitteln genau. Finanziert ist wirklich herausragende europäische Musiker vereint. Er wird zweimal die dritte Symphonie von Gustav Mahler zur Aufführung bringen. Und ja, wir haben uns entschlossen, aus guter Abwägung im nächsten Jahr in der Kooperation mit Theodor zu pausieren. Aber es ist ein besonderer Moment nach all den Jahren, dass er ein letztes Mal da ist. Und all das tolle Programm wartet auf ZuhörerInnen und wir freuen uns aufs Kommen, oder? Genau, so ist es. Bis bald im Wiener Konzerthaus.